Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, denn heute zeige ich euch einen richtig heftigen GIF-Cast-to-Friends-Glitch. Und zwar, Leute, zeige ich euch, wie ihr jedes verdammte Flugzeug bekommen könnt und das sogar ohne einen kaputten Garagenstellplatz zu bekommen. Wie geil ist das denn? Weil dieses Video so super geil ist, Leute, dann lasst doch mal einen freshen Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr solche krassen Videos. Und das ist doch irgendwie sehr traurig. Aber Leute, bevor wir richtig traurig sind, gehen wir doch mal direkt weiter in diesem Video. Denn was braucht ihr denn für diesen Glitch? Klar, für den GIF-Cast to Friends braucht ihr einen gewissen Modus, Leute. Wie ihr in diesen Modus reinkommt, ist generell euch überlassen. Ich zeige hier die Variante mit dem Nachtclub und Oppressor MK2. Nur, dass ihr Bescheid wisst, denn ihr könnt es natürlich auch genauso gut mit der Arena oder sonst irgendwas machen. Also gut, ihr wisst Bescheid. So, in meinem Fall, in meinem Video, habe ich das jetzt mit der Nachtclub bzw. MK2 gemacht. Das bedeutet, ihr braucht für diesen Glitch, den ich jetzt hier zeige, braucht ihr einen Nachtclub inklusive Terabyte Garage und natürlich inklusive Terabyte. Und im Terabyte braucht ihr einen Oppressor MK2, um euch zu verglitchen. Was braucht ihr denn sonst noch für diesen GIF-Cast to Friends? Klar, ihr braucht einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil in MOC braucht ihr ein Lager für persönliches Fahrzeug. Und im Lager für persönliches Fahrzeug, Leute, ganz wichtig, braucht ihr ein Motorrad, was einzigartig ist. Was meine ich jetzt mit einzigartig? Naja, dieses Motorrad dürft ihr nur einmal besitzen, damit ihr es genau wiedererkennen könnt, wenn ihr euch als M3-Präsident registriert, um es euch anzufordern. Und natürlich, Leute, wie gerade gesagt, ihr müsst euch als M3-Präsident registrieren können. Das ist auch ganz wichtig für diesen Glitch. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, beziehungsweise in diesem Video Flugzeug. Und da das Ganze ja natürlich auch um Flugzeuge gedreht, braucht ihr auch einen Hangar. Und Leute, ihr braucht auch schon vorher das Flugzeug, was ihr eigentlich haben wollt. Natürlich ungemoddet, ungemerged, ist völlig egal. Aber ihr braucht das Flugzeug, damit ihr diese cleane Transaktion machen könnt. Und als letzten Punkt, Leute, braucht ihr noch einen anderen Zielmodus. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Mein Tipp, Leute, nehmt Preiszielen, denn Preiszielen geht es eigentlich immer am besten. Okay, Leute, das waren jetzt die ganzen Voraussetzungen für diesen Glitch. Ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Aber Leute, euer Freund ist in einer Freundessitzung. Das ist ganz wichtig, Leute, dass er in einer Freundessitzung ist, denn ihr seid jetzt bei eurem Nachtclub mit eurem Oppressor MK2. Seid ihr bei eurem Nachtclub mit dem Oppressor MK2, fliegt jetzt zur Garage. Steht jetzt vor der Garage, Leute, müsst ihr jetzt erstmal eurem Freund beitreten. Das bedeutet über die Party, übers Profil, wie auch immer. Denn wir müssen jetzt die Meldung, dass wir ihm beitreten, erstmal vorladen. Das ist ganz wichtig, Leute, dass wir die Meldung jetzt vorladen. Sind wir ihm jetzt beigetreten, kommt jetzt eine Meldung in GTA, ob ihr euch sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Diese Meldung bricht ihr mit Kreis ab und somit ist die Meldung jetzt vorgeladen. Das bedeutet, wir fahren jetzt in die, beziehungsweise fliegen in die Garage rein und wählen jetzt die Terabyte-Garage aus. Und sobald wir diesen Screen sehen, wo wir reinfliegen, drücken wir die doppelte PlayStation-Taste und treten unserem Freund jetzt bei. Und spam X, was das Zeug hält, denn wir müssen ganz schnell akzeptieren, dass wir unserem Freund beitreten. So, wenn alles funktioniert hat, Leute, werdet ihr auch schon am Anfangsscreen sehen, dass es so verbuggt unsichtbar kurz ist. Und wenn ihr das habt, Leute, wisst ihr Bescheid, jo, es hat funktioniert. Und das Beste ist, Leute, sobald ihr in der Sitzung spawnt, seid ihr schon in dem Modus. Wie geil ist das denn? Und das bedeutet, wir können jetzt wirklich mit dem GIF-Cast to Friends anfangen. Und Leute, falls ihr jetzt einen anderen Weg genommen habt, für den GIF-Cast to Friends euch zu verglitschen, wie auch immer, ab diesem Zeitpunkt gilt dieser Glitch für alle Varianten, damit ihr Bescheid wisst. Okay, ihr müsst jetzt zu dieser Location fahren. Seid ihr jetzt bei der Location angekommen, Leute, bestellt jetzt über das Interaktionsmenü euren MOC zu euch. Das bedeutet, ihr öffnet euer Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge und geht auf Mobilo-Kommandozentrale und auf Anfordern. Habt ihr das gemacht, Leute, und euer MOC wurde geliefert, Leute, dann müsst ihr euer Motorrad bestellen. Aber ganz wichtig, Leute, das bestellt ihr auch über das Interaktionsmenü vom MOC. Gut. Haben wir jetzt das beides angefordert und euer Freund ist jetzt auch schon bei euch und auch schon am besten mit dem Flugzeug, was ihr gerne haben möchtet. Okay, in meinem Fall, Leute, musste ich das Flugzeug parken. Mein Freund hat es nicht hinbekommen, das Flugzeug zu parken. Und Leute, ich habe wirklich gesagt, es geht mit jedem Flugzeug, egal wie verdammt groß das ist. Also wirklich, Leute, hier, ich habe das größte Flugzeug in diesem Video genommen, was aktuell existiert. Und naja, ihr seht es, Leute, es ist wirklich machbar mit jedem großen Flugzeug.
Ne, je größer das Flugzeug, desto mehr Skill braucht euer Freund, um das Flugzeug an dieser Stelle zu landen. Aber gut, egal, wir schweifen gerade ab. So, habt ihr jetzt beides bestellt, also euer MOC und das Motorrad außen MOC, kommt euer Freund zu euch und steigt mit euch aufs Motorrad. Euer Freund muss jetzt das Handy öffnen, geht auf Kontakte, sucht sich jetzt einen Kontakt aus und geht auf Nachricht schreiben. Jetzt wird sich ja dann links so ein Textfeld öffnen. Dieses Textfeld muss einfach dann offen bleiben und jetzt kann euer Freund euch sagen, ey, yo, ich bin ready, kannst machen. Denn wir fahren jetzt mit unserem Motorrad zum MOC rein. Das bedeutet, wir fahren jetzt hinten rein und drücken die rechte Pfeiltaste, dass wir reinfahren möchten. Und sobald wir die rechte Pfeiltaste drücken, werden wir gefroren sein. Wir können uns dann nicht mehr bewegen. Aber Leute, euer Freund wird kurze Zeit später wieder rausgeschmissen. Und sobald euer Freund rausgeschmissen wurde, seid ihr wieder entfreezed und könnt von eurem Motorrad absteigen und es wieder einlagern lassen. Denn jetzt, Leute, bestellt ihr das Flugzeug, was euer Freund euch geben möchte. Also sprich, Leute, in meinem Fall ist ja dieses riesige Flugzeug Alkonost oder wie es auch immer heißt. Sprich, ich bestelle jetzt mein Alkonost. So. Wurde jetzt mein Alkonost geliefert, das wird jetzt irgendwo am Strand, ist auch generell egal, es muss nur geliefert sein. So, wurde es geliefert, dann geht jetzt zu Fuß in eure MOC hinein. Aber ganz wichtig, Leute, euer Freund steht erstens davor und zweitens, ihr geht auf alleine beitreten. Das ist wirklich ganz wichtig, Leute. Seid ihr auf alleine beitreten gegangen, werdet ihr einen endlosen Blackscreen bekommen. Um aus diesem Blackscreen wieder rauszukommen, müsst ihr jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr nehmt jetzt eine Freundesliste oder eine Community-Liste, um jemanden beizutreten. So, haben wir jetzt jemanden gefunden, der GTA spielt, treten den wir jetzt bei. So, die erste Meldung, die sich in GTA lädt, ist ja immer die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr jemanden beitreten möchtet. Und Leute, ganz wichtig, hier drückt ihr gar nichts, nichts, nada, niente. Denn wir drücken jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste und treten den nochmal bei. Und jetzt wisst ihr, Leute, ob derjenige einen anderen Zielmodus hat. Denn wenn er einen anderen Zielmodus hat, müsst ihr jetzt bei euch in GTA stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet. Habt ihr diese Meldung nicht? Hat der besagte Spieler den gleichen Modus wie ihr und ist unbrauchbar für den Glitch? Das bedeutet, ihr sucht jemanden anderen. Aber in meinem Fall hat es funktioniert. Das bedeutet, wir drücken jetzt hier Kreis. Und Leute, jetzt müsst ihr schnell sein, denn jetzt seid ihr unsichtbar. Und das nur für circa eine halbe Minute lang. Denn jetzt müsst ihr zum Flugzeug rennen, was ihr gerne haben möchtet, und einsteigen. Also in meinem Fall ist es jetzt hier gelandet gewesen und ich steige jetzt ein und zack, boom, bam, wir haben das Flugzeug in unserem MOC. Gut, in meinem Fall ist das Flugzeug so verdammt groß, als ich aus dem MOC rausgeschleudert wurde und am Hafen gespawnt bin. Ist egal, was generell passiert bei euch, ob das Flugzeug explodiert, ob ihr außerhalb von MOC gespawnt, dann kurze Zeit später, ob sonst irgendwas passiert. Sobald ihr so einen verbuggten Screen habt, wisst ihr Bescheid, das Flugzeug ist in eurem MOC drinne und es hat alles funktioniert. Perfekt. Okay, jetzt haben wir das Problem, das Flugzeug ist in unserem MOC drinne und das Motorrad ist aktuell tatsächlich in unserem Hangar drinne. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Eigentlich wollen wir das Flugzeug in unserem Hangar haben und das Motorrad eigentlich wieder zurück, also in unseren MOC. Und wie ihr das machen könnt, Leute, ganz einfach. Ihr fahrt jetzt wieder, beziehungsweise fliegt oder seid auch schon da wieder an der Stelle, wo ihr eben geglitscht habt und bestellt euer Motorrad mittels MC President zu euch. Das bedeutet, ihr registriert euch als MC President und wählt euer einzigartiges Motorrad aus. In meinem Fall war es ja dieses PCJ 600. So, ich habe das jetzt über MC President bestellt. Denn jetzt machen wir den Gift Castle Friends so gesehen noch einmal. Was heißt noch einmal? Euer Freund steigt wieder aufs Motorrad ein. Sobald euer Freund eingestiegen ist, öffnet er wieder das Handy, geht auf Kontakte, Nachricht, Nachricht senden. Sobald er dieses Textfeld offen hat, muss er euch Bescheid sagen, jo, kannst machen. Denn ich fahre jetzt mit dem Motorrad wieder zum MOC hin und drücke die rechte Pfeiltaste. Aber diesmal, Leute, werdet ihr eine Meldung erhalten, diese Meldung einfach mit X bestätigen. Da ist einfach nur, jo, du hast das in MOC drin, ist voll, möchtest du umpacken. Und da bestätigt ihr einfach mit Ja. So, ihr seid dann aber wieder gefreezed, so wie eben. So, euer Freund wird kurze Zeit später natürlich wieder rausgeschmissen und ihr könnt euch wieder bewegen. Aber diesmal, Leute, fahrt ihr mit dem Motorrad einfach zur Seite, denn das Motorrad muss da stehen bleiben, in der Nähe. Aber so, dass euer blauer Kreis wieder sichtbar wird, wenn ihr zu Fuß dahin geht. Okay, ich habe mein Motorrad jetzt hier hingestellt und bin wieder zurückgegangen. Denn jetzt geht ihr wieder zu Fuß in euren MOC wieder hinein und geht natürlich auf alleine beitreten. Sobald ihr das gemacht habt, werdet ihr natürlich wieder einen endlichen Blackscreen bekommen, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, Leute, wieder diese Zielmodusmeldung, wie ich eben erklärt habe. Das bedeutet, wir suchen jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. In meinem Fall habe ich den von eben genommen, sprich, ich habe jetzt direkt einen gefunden
Und ihr seid jetzt wieder unsichtbar gespawnt, sobald ihr die zweite Meldung ablehnt. Habt die zweite Meldung abgelehnt, seid unsichtbar, müsst ihr zu eurem Motorrad rennen, was sowieso euch gehört, und steigt ein. Das hat jetzt den Zweck, dass euer Motorrad wieder in euren MOC drin ist, aber Leute, dass ihr das Motorrad mit dem Flugzeug geswitcht habt. Das bedeutet, das Flugzeug steht jetzt im Hangar und euer Motorrad wieder im MOC. Wie geil ist das denn? Und Leute, falls ihr mir jetzt nicht glaubt, warum auch immer, ich zeige euch jetzt einfach mal, dass das Flugzeug jetzt wirklich in meinem Hangar drinne steht. Das bedeutet, ich fahre jetzt mal, bzw. fliege jetzt mal kurz zum Hangar und zeige euch, dass dieses Riesenkoloss in meinem Hangar steht. So, ihr seht jetzt Leute, mein Hintergrund, da ist das Flugzeug. Schön gemerged, gemoddet, wie auch immer. Super geiles Flugzeug. Auch wenn es ein bisschen schwierig war, das Flugzeug zu landen, gebe ich zu. Aber möglich, ne? Aber egal, Leute, ich schweife lieber ab. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum nicht? Das Video funktioniert doch. Deswegen, Leute, abonniert mich, was das Zeug hält. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.